Jo, Tag auch, und es läuft immer noch Das Fenster zum Hof, ein ganz, ganz gemeiner Krimi. Lernen wir auch mal vielleicht was hier von 1954 und in Italien gedreht, natürlich von Hitchcock. Sehr gruselig. Ja, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Problem Müllwirtschaft wird so ein bisschen das Steckenpferd sein. Ich weiß nicht, ob hier so viele Leute zuschauen, wie ich es benötige. Ob dann 1 Million Leute zuschauen, ich weiß es wirklich nicht. Achso, ich wollte mir aber noch den zweiten Sender kaufen. Das werde ich jetzt mal machen. Das ist jetzt wieder lustiges Mausgesuch hier auf der Karte. Ihr seht auch, ich kann ihm auch so einen Satellit kaufen, der allerdings sehr, sehr teuer ist. Und dann habe ich natürlich eine komplette Abdeckung. So, ich schau mal, wo er hier seine Sender hat. Da oben. Ich habe meine. Ey. Ich habe meine hier. Und der hat seine da. Das heißt, ich kaufe mir doch am besten da unten nochmal irgendwo ein. Hier. Und ich hätte gern so, na, so 2 Millionen. Na. 1,8. Ah. Da geht es nicht weiter. 1,9. Ah, den hätte ich genommen. Aber die Maus verzieht. Oh, ich hasse das. Ich kann mal gucken. Es geht auch mit der Tastatur, merke ich gerade. Ob ich da aber links hier. Das ist viel zu grob, diese. Oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt mit der Maus klicken. Ja, ich glaube, ich habe es erwischt. 3 Sender, 10,9 Millionen Zuschauer. Hat geklappt. Sehr gut. Damit kostet natürlich das Ganze auch wieder ein bisschen mehr. Aber kein Problem. Ich werde auch jetzt die Nachricht nochmal kurz aufmöbeln, dass das hier passt. Gibt es da was Neues? Oh ja, Chaos wegen Supergoldrot. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht. Die schmeiße ich mal weg, damit ich die morgen nicht mal aussortieren muss. So. 144. Ja. Weiß nicht. Ich brauche eigentlich noch einen Film für morgen. Die Filmagentur. Oh, was kann ich mir denn da kaufen? Habe ich nicht. Nee, gekauft hier habe ich mir nichts. Ich wollte. Was wollte ich denn? Ben Hur? Nee. Police Academy, der letzte Kaiser. Den letzten Kaiser wollte ich doch eigentlich kaufen. Aber da habe ich gar kein Geld mehr. Der dritte Mann. Der dritte Mann, ja. Ich habe sowieso keine Chance gegen diese Star Trek-Serie, die immer da um 17 Uhr, um 18 Uhr direkt kommt. Da kann ich morgen auch mal der dritte Mann sein. So, jetzt wird es aber gleich kritisch, weil jetzt müssen mindestens 1 Million dranbleiben. Bitte, 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 bitte. Komm, 1 Million. Oh nein! Wie bitter. Wie bitter. Ich hasse es. Naja. Ich glaube, ich verabschiede mich langsam von der Kultursparte meinem Sender und sende nie wieder Kultur. Da ist schon jemand drin. Vielleicht ist ja Bike Shop da. Ja, da ist Bike Shop. Nehme ich mit. Das sind 5000. Besser als nichts. Ah, oh, komm. Ah, Mist, ich hätte es ihm vielleicht wegschnappen können. Ach so, dass ihr es mal gesehen habt, ich fahre mal zu meinem Studio, wo ich auch so Serien produzieren könnte. Und hier seht ihr, hier ist so ein. Könnte ich auch Sachen platzieren? Was sagt er? Er sagt nix. Muss ich aber Schauspielern alles kaufen? Eine sehr teure Angelegenheit. Also so um die Zeit des Spiels bringt es, glaube ich, eigentlich noch nichts, solche Serien zu produzieren. So, wir machen jetzt hier Bike Shop rein. Bike Shop. Und für morgen habe ich ja gesagt, Krimi, der dritte Mann. Also ich hoffe ja, dass da dann ein paar Leute zuschauen. Mindestens 1 Million. Ich weiß noch nicht so recht. Weiß wirklich nicht und ich lasse mich überraschen. Seht, ich habe zweimal, nee, dreimal heute ein Plus gemacht, einmal Minus nur.
Und ich denk, damit kann ich zufrieden sein. Aber die Geschwindigkeit lassen wir mal so. Ich sortiere die Nachrichten aus und dann geht's ins Bett und dann geht's weiter morgen. Demokraten nicht politfähig, ja. Und Jack Nicholson soll 3 Millionen zahlen. Naja. Macht er aus der Portokasse, denke ich. Ist eigentlich auch sehr lustig, dass diese Nachrichten eigentlich so gemacht sind, dass da so eine gewisse Kontinuität zu beobachten ist mit dem Super-GAU und so. Finde ich schon sehr lustig eigentlich. Da hat man sich richtig was einfallen lassen. Und soviel ich mich erinnern kann, kann man das ja auch hier so ein bisschen auf Endlos spielen, wenn man halt seine Konkurrenten vernichtet hat, sag ich mal. Und also Nachrichten wurden immer en masse dafür auch produziert, damit halt immer was da ist. Vielleicht wiederholen die sich aber irgendwann. Das hab ich nie aufgepasst früher, habe ich mir nicht durchgelesen. So, ich mache meinen Job nicht schlecht. Sehr gut. Danke, Chef. Und ich hätte jetzt aber auch gern mal die 2,5 Millionen Verträge. Ich glaube nämlich, mein Star Wars könnte heute so erfolgreich sein. Oh, ich würde sie auch kriegen, die 2,5 Millionen Teile. Was nehme ich denn da mal? Bitte keine Actionfilme. Nipponix. Bitte keine Actionfilme. Okay, die nehme ich mal mit. Das sollte ich doch eigentlich schaffen. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass vielleicht doch nicht. wie heißt's? Doch nicht so viele Leute zuschauen bei meinem Krimi, den ich gleich sende. Ich Sun mitnehmen. Was war das? Rushware? Ja, egal. Ich warte erstmal ab und kaufe mal tolle Nachrichten. Wenn nicht, muss ich mir halt Rushware oder so holen. Problem ist allerdings auch, ja, ich büße wieder ganz schön ein, was mein Image angeht. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. So, Lage stabilisiert sich mit nach dem Super-GAU. Sehr gut. Und unfallbei Dreharbeiten von Sylvester Stallone. Wahrscheinlich hat er gerade die Serie produziert hier für einen der anderen Sender. Ich glaube aber auch nicht, dass hier der Computer schon groß eine Serie da am Start hat. Ich denke mal einfach dass den Sammy keiner kriegen wird. Und ihr seht, ich bin sehr optimistisch. Ich hau hier die Millionenwerbung rein. Und ich bin noch optimistischer und hau hier die 2,5 Millionen hier unten rein. Das wär's natürlich. Aber ich habe jetzt einen neuen Fernsehsender und also eine neue Sendestation. Und ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich richtig viel Geld kriegen. Ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal. Zeit ist auf der Mitte. Und ihr wisst ja, morgen läuft dann wieder das Fenster zum Hof. Nee, könnte ich zwar senden, sehe ich gerade, aber nee, ich möchte es euch auch ersparen. Vielleicht nochmal Robin Hood. Nee, Robin Hood werde ich gleich wieder verkaufen. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Oh, sehr gut. 2,1 Millionen. Habe ich doch ein bisschen mich verschätzt. Ich hätte jetzt gedacht, dass da weniger gucken. 19%. Aber ihr wisst ja, hier läuft wieder. Nee, hier läuft kein Star Trek diesmal. Blade Runner. Blade Runner nur mit 8%. Ja, das ist ein Plus für mich. Hätte ich gar nicht erwartet, mit dem 30.000-Dollar-Film hier vorne zu liegen, was die Quoten angeht. Ja, und das wird relativ easy going, würde ich sagen. Jetzt bin ich schon bei 25%. Sun-TV geht langsam den Bach runter, habe ich das Gefühl. Was kostet mich jetzt eigentlich die Sender? 50.000 Sendergebühren habe ich. Boah. Geht schon. Ich gehe mal nach aktuellen Filmen gucken, beziehungsweise nein, ich mache was anderes. Ich fahre mal zur Betty hoch und schaue mal, ob jemand schon eine eigene Serie gedreht hat, beziehungsweise wie weit die anderen Lover so vorne liegen. Vielleicht soll ich auch langsam mal was kaufen. Oh, da ist schon mal ein Bild hier auf jeden Fall von dem MAD-TV-Fritzen. Aber selbst produzierte Serien wird, glaube ich, hier nichts passieren. Oh, komischerweise habe ich jetzt weniger Zuschauer. Hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, umso
dass der Krimi umso interessanter wird, umso später der Tag ist. Hey, was ist mit dem Aufzug los? Die Peace Brothers? Ja, es ist eigentlich auch mal an der Zeit, euch mal die etwas skurrilen Zimmer hier zu zeigen. Deswegen gehen wir einfach mal rein. Peace Brothers. Reden kann ich aber nicht mit dem. Und hier ein Makler. Ach, da kann ich mir hier Räumlichkeiten offenbar kaufen. Wusste ich noch gar nicht. Kann ich da... Ach, ich kann da wahrscheinlich mein Studio... Ja, genau. Ihr seht, ich kann das Studio wieder abgeben. Hatte, glaube ich, auch der... Ach, guck mal hier, der... Ach nee, der hat sein Studio hier. Ist ja interessant. Wusste ich gar nicht.